ist die fünfte Runde der deutschen Rallye-Meisterschaft. Gefahren auf den Wertungsprüfungen der Rallye-Weltmeisterschaft. Die ADAC Rallye Deutschland gehört zu den härtesten Asphalt-Rallyes im Kalender der WRC, der World Rallye Championship. Eine Herausforderung, der sich auch die Piloten der deutschen Rallye-Meisterschaft stellen müssen. Wie schon im letzten Jahr geht es hier um wichtige Punkte in der Meisterschaft. Und die führt er an. Dirk Riebensam, 47 Jahre alt, aus Kreetz in der Pfalz. Der Subaru-Pilot hat gemeinsam mit Co-Pilotin Kendra Stockmar-Reidenbach bisher bei jeder Rallye gepunktet und so die Führung erobert. Frustriert war dieses Duo vom letzten Lauf in Luxemburg zurückgekehrt. Georg Berlandi und Co-Pilot Peter Schaaf. Die Reise ins Nachbarland war aufgrund technischer Defekte eine glatte Nullnummer. Die Meisterschaft ist in weite Ferne gerückt. Aber beide wollen endlich den ersten Saisonsieg im Peugeot einfahren. Wir sind in der Pfalz, in der Region rund um Trier. Rallye-Sport eingebettet in eine Traumlandschaft zu spätsommerlichen Temperaturen. Es ist die Zeit, wenn die Weintrauben an den Hängen des Moseltals verführerisch aussehen, aber noch extrem schwer verdaulich sind. Der fünfte Lauf der deutschen Rallye-Meisterschaft findet also im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft statt. Und wir sehen, wir kommen dem Saisonende langsam näher. Die Spannung steigt, jede Rallye kann ab sofort eine Vorentscheidung in der Meisterschaft bringen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Rallye Deutschland gab es den Auftakt auf dem Domplatz in Köln. Der Aufwand dafür war hoch. Um die 2 Stunden fährt man von Trier nach Köln. Aber die Zuschauer danken es den Piloten. In so einer Medienstadt die Deutschland-Rallye eröffnen, da haben wir lange davon geträumt. Ich fahre meine 15. Deutschland-Rallye und das ist natürlich ein Traum, weil hier ist Publikum da, hier ist Medieninteresse da und ich denke, das ist der richtige Weg. Ebenfalls neu für die Piloten ist die Einführung des Einheitsreifens. Wer punkten will, muss ihn ab sofort fahren und das brachte natürlich zusätzliche Spannung in die Geschichte. Wer kommt mit den Reifen am besten zurecht? Georg Berlandi hatte die Hancock-Reifen schon bei einigen Rallyes auf den Achsen, sammelte dabei wichtige Erfahrungen und dementsprechend hoch war sein Vertrauen in die Gesamtperformance. Und schnell war klar, den Speed von Berlandi kann keiner im Feld mitgehen. Der Peugeot-Pilot kann sich hier nur selber schlagen. Ich würde schon gern hier gewinnen, ja. Das ist schon richtig, aber mit so einem Vorsprung kann man es dann auch morgen an manchen Ecken vielleicht ein bisschen langsamer angehen lassen und auf den Sieg hinfahren. Schauen wir mal. Material muss natürlich auch halten. Ja. Technik darf auch keinen Strich mehr durch die Rechnung machen, aber wie gesagt, das ist noch lang. Ebenfalls auf sich aufmerksam macht Carsten Mohe zum Setup seines Fahrzeuges. Carsten fährt einen frontangetriebenen Renault Megane mit 290 PS. Die Power auf der Vorderachse treibt den Renault durch die Weinberge. Carsten und Beifahrer Steffen Rothe fahren gute Zeiten, führen sogar in der Wertung bestes frontangetriebenes Fahrzeug. Aber auf WP4 ist nichts mehr so wie vorher. Der Wagen ist plötzlich nur noch schwer zu kontrollieren. Das Renault-Team muss das Fahrzeug später abstellen. Auf der Prüfung 4 sind wir über den Bordstein gefahren. Kein Reifenschaden, es war nicht weiter schlimm. Ich musste dort fahren, weil die Spur dort lang ging. Und danach waren Kugelbolzen weggerissen und das Lenkrad stand 90 Grad schief. Und beim Bremsen hat es sich wieder in die andere Richtung verändert. Also ich konnte definitiv nicht weiterfahren. In der Wertung bestes frontangetriebenes Fahrzeug ist nun Lars Müslewitz im Citroën DS3 vorn. Von den Zeiten her ist Lars langsamer als Carsten Mohe, aber that's Rally. Erst im Ziel wird abgerechnet und da ist auch Lars Müslewitz noch lange nicht. Der Subaru Impreza im Zebra-Look. Was machen die Führenden in der Meisterschaft? Dirk Riebensam und Kendra Stockmar-Reidenbach. Die Zeiten von Berlandi können sie nicht mitgehen, müssen sie aber auch nicht. Das Duo holt am Ende den 2. Platz und baut damit seine Führung in der Meisterschaft aus. Und das sind die Sieger des 5. Saisonlaufes zur deutschen Rallye-Meisterschaft. Georg Berlandi und Peter Schaaf im Peugeot 207 S2000. Die Rallye war 10 Wertungsprüfungen lang. Und das Duo setzte tatsächlich 10-mal die Bestzeit.
Ein lupenreiner Auftritt und damit der erste Saisonsieg des Peugeot-Teams. Ja, ist für mich noch unfassbar. Ist nur der ganzen Serie, was wir jetzt all die letzten Rallyes hatten, jetzt hier bei der Deutschland-Rallye Gesamtsieg zu fahren. Und so problemlos, ohne irgendwelche Komplikationen. Auto war perfekt, wir waren gut drauf. Hat heute nochmal richtig Spaß gemacht. Bestes frontangetriebenes Fahrzeug wurde der Citroën DS3 von Lars Müslewitz. Allerdings schleppte sich der Saarländer gerade so ins Ziel. Das war eine knappe Nummer. Das Auto macht jetzt ganz seltsame Geräusche, seit wir jetzt hier Trier reingefahren sind. Also es ist Glück, dass die Rallye zu Ende ist. Hier der Gesamtstand der deutschen Rallye-Meisterschaft. Es führt Dirk Riebensam vor Sandro Wallenwein, der bei dieser Rallye nicht an den Start gegangen ist. Dritter ist Lars Müslewitz. Der sechste und damit vorletzte Lauf der Meisterschaft findet am 2. September-Wochenende im Saarland statt.